Können Sie beschreiben, wie Sie die Grenze damals in Erinnerung haben, als Sie hier angefangen haben? Ja, das ist unauslöschlich bei mir drin. Das war ein einfacher Zaun direkt am Grenzverlauf Löcherich und dahinter kam der 10-Meter-Streifen. Und diese geringe Distanz zwischen dem Bundesgrenzschutz, den Streifen des BGS und den Grenzpolizisten kam halt daher, 15 Meter auseinander, wir konnten uns noch bequem unterhalten. Na, wo geht's hin? Wie lange habt ihr noch zu tun? Und solche Dinge. Also banaler Gesprächsaustausch. Es gab auch die Möglichkeit, Zigaretten auszutauschen. Das hat es noch gegeben. Aber damit war nun endgültig Schluss im Sommer 1961. Als die zweite Ausbaustufe kam, wurde die Entfernung größer und die ideologische Verhärtung war mit Händen greifbar. Also das war eine regelrechte Feindeinstellung von der anderen Seite, die indoktriniert worden ist. Wodurch haben Sie das feststellen können? Ja, die abweisende Haltung. Einer hat immer mit dem Fernglas in Richtung Westen beobachtet, der andere hat abgesichert in die andere Richtung, um auch vor Überraschungen sicher zu sein. Und es kam ja kein Gespräch mehr zustande. Und selbst die Aufklärer der Grenztruppen, die ja bis vorne hin an den Grenzverlauf patrouillieren konnten, die haben uns die kalte Schulter gezeigt, nicht? Die durften auch nicht. Während bei uns gab es ja kein Sprech- oder Kontaktverbot. Das gab es ja nicht. Wir sind mit dem Slogan groß geworden, auch drüben wohnen Brüder und Schwestern, auch drüben ist Deutschland.